Notfall zu gehen. Und die Schweine, ach. Ja, da hättest du nicht hinspringen dürfen, Junge. Ha, erledigt. Ja, war Spaß mit euch Jungs, aber ich muss jetzt gehen. Ich ging davon aus, dass sie dort draußen in der Nähe des Trockendocks eingefroren war. Waren, tu nichts Unüberlegtes. Zuhören konnte ich noch nie. Na dann lern es. Steig ein. Und wenn ich dir nicht traue? Dann erschieß mich. Gutes Argument. Tut mir leid, aber ich nehme den Van. Aua. Das war, weil du nicht auf mich gehört hast. Au. Wenn du verhindern willst, dass die Zeit zusammenbricht, brauchst du meine Hilfe. Und vielen Dank übrigens für den Passagier da hinten. Ich komme mir bald vor wie ein Babysitter. Babysitter? Soll das ein Scherz sein? Auf dem Computer waren gute Informationen. Miststück. Mein Auto, meine Musik. Ich merke schon, Bess, du bist der Boss hier. Was zum Teufel ist bloß los mit euch? Ja, gute Frage. Bess ist wirklich angepisst. Da sind, können wir ja gespannt sein, was Teil 3 bringt. Was hat sie in die Schwimmhalle geführt? Will sagte, in seiner Tasche wäre etwas Wichtiges. Ich fand nur einen Schlüssel mit dem Anhänger Bradbury Swimmingpool. Die einzige Spur. Das muss es sein. Das scheint schon seit Jahren geschlossen zu sein. Das perfekte Versteck für etwas, das nicht gefunden werden soll. Es wird Zeit, dass du mir alles erzählst. Will hat das einzige Gerät gebaut, das den Riss aufhalten kann. Ich weiß, dass wir es finden sollen. Und dass Monarch das verhindern will. Und doch trägst du ihre Uniform. Ich mag, wie ihre Hosen sitzen. Ja, ich wette, der Scheck kam auch nicht ungelegen. Ich brauchte eine Tarnung, um Informationen zu sammeln. Ihr wisst erst ein paar Stunden davon. Ich bereite mich schon mein ganzes Leben darauf vor. Sie wussten nicht, dass sie William gehörte? Über Will habe ich vieles nicht gewusst. Wir müssen die Gegenmaßnahme finden, die dein Bruder gebaut hat. Und zwar schnell. Je größer der Riss wird, desto schlimmer wird alles. Und Monarch wird auf der Suche nach dir jeden Stein in Riverport umdrehen. Wills Schlüssel. Vielleicht passt er hier. Der Schlüssel passt nicht. Na gut, ich finde einen anderen Weg rein. Mach schnell. Ich halte nach unerwünschtem Besuch Ausschau. Jojo, kriegen wir schon hin. Und Amy, geht's dir gut? Geht's dir gut? Ich habe gerade die Nachrichten gecheckt und Monarch wird als Held gepriesen. Nein, mir geht es nicht gut. Hätte ich mich nur geweigert, dieses Geständnis abzulegen. Dann wärst du jetzt tot und ein anderer hätte es getan. Das macht es nicht besser. Stimmt, das hätte es nicht besser gemacht. Dann hätte halt nur jemand anderer sich jetzt Vorwürfe gemacht. Oder auch nicht.
Wer weiß. Oh, hier ist was. Ach, hier kann man wieder zurückspulen, na dann. Oha. Natürlich kann man es nicht von hier aus machen. Genau. Na gut. Das heißt, ich muss schnell sein. Da hoch, rüber und dann aufs Dach. Jo, so geht's auch. Ja, Amy? Was ist? In der Universität wurden noch andere festgesetzt. Freunde von mir. Was ist mit denen passiert? Die sollten jetzt wieder frei sein. Monarch hat sie, genau wie alle anderen, davon überzeugt, dass alles, was Monarch in der Universität gemacht hat, notwendig war. Und ah, da ist er. Vor Jack. Ja, ich wette, dein kleines Video in den Nachrichten hat dazu beigetragen. Nichts für ungut. Meine Güte. Die haben keine Ahnung, was passiert ist. Rennt ja. Hey, ich glaube, ich habe einen Weg hineingefunden. Warum ich? Was? Mann, ist ja ganz schön heruntergekommen. Verdammt! Diese Anomalien verschwinden nicht. Natürlich wieder viel Will zum hat Lesen in diesem Gebäude seine persönlichen Sachen versteckt. Okay, 17. Mai 1998. Mein Name ist William Joyce und ich führe... Was zum Teufel hast du hier gemacht, Bruder? Zeitreise-Experimente mit Ratten? Schrödinger, durch, um. Sie ist weg. Wohin? Scheiße. Komm schon, Schrödinger. Komm zu Willy. Na komm, na komm, na komm. Alles okay, alles ist gut. Okay, los geht's. Wir schicken Schrödinger jetzt in die Maschine. Im Uhrzeigersinn. Eine Rechnung über $12.000 für einen Umzug. Du hast wohl mehr als nur alte Kisten hierher schleppen lassen. Nachdem er die Maschine betreten hat, hier wieder erscheinen. Es sind jetzt 3 Minuten vergangen und es gibt kein Zeichen von Schrödinger. Ein sehr gutes Zeichen. Noch 2 Minuten. Okay, also, ja. Wie sich herausgestellt hat, saß er die ganze Zeit im Korridor für 5 Minuten und hat dabei auf die Röhren geschissen. Das zeigt eine ganz klare Schwachstelle in meinem Test. Meine Maus ist ein Idiot. Okay, die Maschine läuft sich gerade wieder warm. Test Nummer 2 wird eingeleitet in etwa 5 Minuten und 15 Sekunden. Es ist nun klar, dass der einzige quantifizierbare Test eine Reise in die Vergangenheit ist. Die Maschine ist kalibriert, um Schrödinger 5 Minuten in die Vergangenheit zu schicken. Also wird er sich jetzt dem Uhrzeigersinn entgegen durch den Korridor begeben. Und wenn er auf der anderen Seite... Heilige Scheiße. Heilige Scheiße, es hat geklappt. Das ist der eindeutige Beweis, dass... Was ich hier vor mir habe, ist die zukünftige Version derselben Maus, die 5 Minuten in die Vergangenheit gereist ist. Schrödinger, hier. Dein Zukunfts-Du. Autsch. Oh, der Scheiß hat mich gebissen. Ist jetzt fertig? Okay, ich nehme an, es ist jetzt fertig. Du besitzt diesen Ort seit 1999? Warum hast du mir nichts davon erzählt, Will? Vielleicht wollte er nicht mit dir schwimmen gehen. Kein Wunder, dass du immer so verrückte Einfälle hattest. Hallo Riverport, hier spricht Theresa Sedmak. Ich vertrete Bobby Redford. Und werde Ihnen Ihren Tag mit einigen guten Neuigkeiten.
Traurigkeiten versüßen. Die Personen, die während des Terrorangriffs auf die Riverport-Universität verwundet wurden, werden im Monarch Solutions Medical Center von Riverport versorgt. Und das Krankenhaus hat eine Erklärung abgegeben, dass sie alle stabil und über das Gröbste hinweg sind. Ich bin dir sicher, dass sie ganz dafür alle. Liegen uns noch keine abschließenden Opferzahlen vor. Wir wissen aber, dass die meisten der Toten zum Sicherheitspersonal von Monarch Solutions gehören, dessen professionelles Handeln zahllose Leben gerettet hat. Auf Kosten ihrer eigenen. Jack Joyce, der Terrorist verantwortlich für dieses Massaker, ist noch immer auf der Flucht. Die Behörden gehen davon aus, dass er sich immer noch in Riverport aufhält. Und dank zahlreicher Hinweise seine Festnahme bevorsteht. Ja, immer wieder nett. Und jetzt scheint hier oben zumindest nichts mehr zu sein. Tut sich da was? Ja, ich komme ja schon. Ich bin dran. Willkommen in unserem Schwimmbad. Okay, warum kommt noch Bess rein? Okay, schauen wir uns um. Hier unten. Okay, was hast du mit Amy gemacht? Oh, sehr gut. Diese Nachricht, sie ist für mich. 4. Juli 2010. Ja. Beth Wilder, dieses Video ist für dich. Du hast gesagt, ich soll in der Werkstatt fernbleiben, aber ich konnte sie nicht dort lassen. Ich bin zurück, sie zu holen. Aber der ganze Ort war ein Katastrophengebiet. Die Gegenmaßnahme, einfach weg. Was zum... Der Safe, leer. Ich muss wissen, dass du sie hast. Denn wenn sie in die falschen Hände fällt, ist ihre Macht unermesslich. Unsere Zukunft, unser aller Leben, hängt von ihr ab. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Du weißt, wo ich bin. Bitte, beeil dich. 2010. Verdammte Scheiße. Was war das? Er hat das 2010 für mich aufgenommen? Was zum Teufel? Ja, er scheint dich schon bekannt zu haben. Dass die Gegenmaßnahme weg ist? Nicht gut. Wir müssen herausfinden, was hier los ist. Suchen wir weiter. Okay, dafür war der Schlüssel auch wieder nicht. Hilf mir, das aus dem Weg zu räumen. Von mir aus. Jack, dein Bruder hat das Video an mich gerichtet, aber ich habe ihn noch nie im Leben getroffen. Nun, es klang so, als dachte er, du hättest seine Gegenmaßnahme. Wenn es doch so wäre. Aber er meinte, dass ihm die Gegenmaßnahme am 4. Juli 2010 gestohlen wurde. Ich hoffe, wir finden hier heraus, wer es war. Ja, das werden wir hoffentlich herausfinden, aber wenn es schon um Zeitreisen geht, kann es auch sein, dass einer von uns es mal tun wird. Ich überlasse dir die Ehre, den Knopf zu drücken. Ach, immer diese Ehren hier. So, Atombomben wurden abgefeuert. Bitte verabschieden Sie sich von Ihren Familien. Glaub's nicht. Ist das? Ja, ich denk's schon. Eine zweite Zeitmaschine. Das ändert alles. Jetzt ist plötzlich Amy wieder da. Wenn wir dieses Ding zum Laufen bringen, brauchen wir keine Gegenmaßnahme. Wir können alles ändern. Was, wenn wir verhindern, dass der Riss überhaupt erst entsteht? Wir können in die Vergangenheit reisen und dort alles ändern, bevor es überhaupt passiert. Niemand stirbt. Paul geht nicht durch die Maschine. Monarch hat nie existiert und der Riss hat nie stattgefunden. Jack, warte! Denken wir das zu Ende? Das ist nicht... Ich kann in die Maschine, so wie Paul in der Uni. Ich habe ihm geholfen, sie einzurichten. Dann können wir den Kern aktivieren, den Korridor in Position bringen, das Datum einstellen. Ich schaff das, Beth. Ich bin nicht so sicher, ob wir das ohne die Gegenmaßnahme machen können. Aber du hast recht. Wir brauchen die Maschine. Genau. Fangen wir mit dem Kern an. Oh Mann. Okay, Erklärung? Irgendjemand? Natürlich. Ich habe Visionen von dieser Maschine in diesem Labor gesehen. Er muss sie hier versteckt haben.
Ihr könnt mich jetzt aufklären. Jederzeit. Okay, ein bisschen anders ist es schon. Kernsteuerung. Wo ist sie? Die Pläne für die Gegenmaßnahme gehen über 11 Jahre, von 1999 bis 2010. An sich nicht seltsam, aber der Typ hat eine funktionierende Zeitmaschine in nur 2 Jahren gebaut. Diese Schaltpläne hat Will geschrieben. Er hat das alles gemacht. Alles gebaut. Monarch erfuhr kurz nach der Fertigstellung davon. 1999. Sie glauben, dass sie kurz danach zerstört wurde. Ich schätze, Will wollte sie in den Glauben lassen. Hast du da hinten was gefunden? Nein, nichts Sinnvolles. Ah, ich sehe sie. Na bitte. Na dann bringen wir die Zeitmaschine zum Laufen. Da steht, dass der Kern zurückgesetzt werden muss. Toll. Oder? Und wie zum Henker sieht der aus? Ein rundes Teil in der Mitte, denke ich. Ah, ich sehe schon. Hat sich jemand diese Karte angeschaut? Anscheinend hat er beschriftet, wo sich alles befindet. Gehen wir doch einfach mal hier runter. Hier. Ah, da ist ein Eingang. Ja. Der Kern, na geht doch. Hey, sieht aus, als könnte ich den Kern von hier aus zurücksetzen. Weißt du wirklich, was du da drinnen tust? Nein. Keine Ahnung. Aber ich habe Paul geholfen, die Zeitmaschine in der Uni einzurichten. Die dann den Riss verursacht hat. Will wusste, dass die Berechnungen falsch waren. Ich hoffe, das bedeutet, dass er hier wusste, was er tat. Will wollte uns hierher bringen. Wir müssen sie ausprobieren. Zuerst müssen wir den Kern einrichten. Ja, zurückgesetzt ist er jetzt schon mal und ich glaube, der Rechner hier ist zum Einrichten. Wir werden sehen. Reset läuft noch. Ah, jetzt. Der Kern ist zurückgesetzt. Wir müssen ihn über den Kontrollraum aktivieren. Laut Monitor befindet sich die Steuerung hier oben. Danke. Wird schon schief gehen. Was war das? Alles okay. Alles okay. Ist okay. Es hat funktioniert. Müssen wir das noch zweimal machen. Es hat wirklich funktioniert. Okay. Als nächstes aktivieren wir den Korridor. Okay, dieses Teil sollte auf keinen Fall so frei liegen. Will hat 1997 ein riesiges Forschungsstipendium bekommen. Er hat 99 den Bau der Zeitmaschine erfolgreich abgeschlossen, aber es hat ihm Angst eingejagt. Er hat keiner Sterbenseele davon erzählt. Du hast gesagt, dass Will eine Gegenmaßnahme gebaut hat. Was macht dich so sicher, dass es nicht das hier ist, die Zeitmaschine? Er hat gesagt, die Gegenmaßnahme wurde gestohlen. Aber die Maschine ist immer noch hier. Stimmt. Der Korridor. Er wird mit einem Schlüssel aktiviert. Wills Schlüssel. Gott sei Dank. Ja, anders als bei Paul braucht man hier nur einen. Soll das so sein? Das war Wills Schlüssel? Ja. Ein Schlüssel zu einer Zeitmaschine und er hat ihn im Kofferraum seines verdammten Autos vergessen? So kenne ich meinen Bruder. Ja. Ungefähr so, als würde der Präsident der Vereinigten Staaten den roten Knopf zur Abfeuerung der Atombomben in seinem Wagen vergessen. Hoffen wir, dass sie noch funktioniert. Ach, jetzt wieder da lang. Wir werden ja sehen, ob es funktioniert. Du
Nein, 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 nein. Was? Gott verdammt! Keine Ahnung. Wir waren so nah dran. Ich versuch's nochmal. Nein, auf keinen Fall! Du weißt, was passiert ist. Irgendwas ist mit der Maschine. Das wissen wir nicht. Du bist dafür nicht ausgebildet. Alles, was du tust, macht es nur schlimmer. Wir können nicht aufgeben. Du hast Menschen verloren. Du bist wütend. Verstehe ich. Aber das ist eine Nummer zu groß. Wir können sie nicht reparieren. Aber ich kenne vielleicht jemanden, der es kann. Sophia Amaral. Die Monarch-Forscherin. Ich sah ihr Ground Zero-Video. Serenes Leiterin der Kronenforschung. Sie ist heute Abend auf der Monarch-Gala, aber die ist abgeriegelt. Es wird unmöglich sein, an sie ranzukommen. Außer ich habe eine Einladung. Paul sagte, ich soll zu seiner Party kommen. Irgendwas sagt mir, dass das keine freundschaftliche Einladung war. Jack, nein. Ende von Akt 2. Ihr wisst, was das heißt. Jetzt kommt erstmal wieder Paul Serene wieder und dann wieder eine Realverfilmung. Schön. Ja, ja. Wir haben es verstanden. Es ist das Ende, also mach weiter. Ja, ich will weitermachen. Danke. Punkt 2, Geschäftliches und Persönliches. Die Zukunft erschien mir so klar, als ich alles nochmal durchlebte. Als ich den Moment meiner Abreise erreicht hatte, war das vorbei. Seitdem orientiere ich mich nur noch an dem Plan und den Visionen. Ich wusste, dass Jack zu mir kommt. Das hatte ich gesehen. Aber ich wusste nicht genau, warum oder wie es enden würde. Da ist er. Sie hatten recht. Meine Visionen der Zukunft sind nicht immer klar, aber sie lügen nicht. Apropos Lügen. Joyce sagt, er hätte die Zeitmaschine seines Bruders gefunden. Wir haben sie 17 Jahre lang gesucht und er findet sie in weniger als einem Tag? Klingt eher unwahrscheinlich. Und doch wissen wir, dass sie da draußen ist. Aber nicht, was ihm sein Bruder sagte. Wenn er die Maschine gefunden hat, würde er es Ihnen verraten? Ich vermute, dass er sie reinlegen will. Vielleicht, aber die Maschine ist da draußen. Und wir werden herausfinden müssen, wo. Wenn Jack es weiß, muss ich mit ihm reden. Dr. Joyce hätte uns die Antwort auf diese Frage geben können. Williams Einstellung und Wissen haben ihn zu einer Gefahr gemacht. Wird dieser wütende junge Mann denn kooperativer als sein Bruder sein? Ihr Urteilsvermögen ist dadurch getrübt, dass Sie sich an Jack als einen guten Freund erinnern. Sie müssen Ihre Gefühle aber außen vor lassen. Das tue ich. Dann vergessen Sie nicht, weshalb wir hier sind. Nach allem, was geschehen ist, brauchen unsere Leute das Gefühl, dass wir alles unter Kontrolle haben. Sie sind derjenige, der Sie auf unsere Seite bringen kann. Ich kümmere mich um Joyce, damit Sie sich auf Ihre Rede konzentrieren können. Ich weiß, was hier auf dem Spiel steht, Martin. Ja, dieser Mann scheint sehr pragmatisch zu sein. Da bist du ja. Ich wollte mir den Lebensstil der Kranken und Verräter einmal aus der Nähe ansehen. Und es war eine so nette Einladung. Wie wollen Sie das jetzt machen, Paul? Ich könnte noch immer versuchen, Jack zu erreichen und ihn zur Vernunft zu bringen. Oder Hedge könnte sich um ihn kümmern, damit mich nichts von der Leitung Monarchs ablenkt. Mal gucken, was könnte das Geschäftliche sein? Ich glaube fest, dass Hoffnung zu Fehleinschätzungen führt. Und wie wir beide nur zu gut wissen, Mr. Joyce, können Fehleinschätzungen schnell zu Katastrophen führen. Und damit bleiben mir nur Sie, Mr. Joyce. Aber mein alter Freund wäre ein hoffnungsloser Fall. Tot und begraben, zusammen mit dem Rest meiner Vergangenheit. Heute wird gefeiert. Gefeiert im Angesicht der Dunkelheit.
Heute feiern wir, weil ich versprochen habe, dass wir bereit sind. Mit meiner Anwesenheit würde Monarch stärker werden. Der Plan würde sich wie vorgesehen entwickeln. Ich bin in die Vergangenheit gereist und habe versucht, alles zu ändern. Beantworte mir diese Frage, Paul. Ich habe Jack mehr vertraut als sonst jemandem. Es war meine einzige Chance, ihm die Wahrheit zu erklären. Was soll das heißen? Niemand hat den Schützen gesehen. Aber wenn ich nicht dort wäre, um meine Rede zu halten, würde mein Imperium wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Puh, das ist jetzt echt eine schwere Entscheidung. Tja, um den Bösewicht sympathischer zu machen, könnte ich natürlich das Persönliche nehmen, aber... Ach, was soll ich nehmen, das Geschäftliche? Wir sind schon zu weit, um uns noch ablenken zu lassen. Reden Sie mit ihm, finden Sie raus, was er weiß. Dann werden Sie ihn los. Du hast so ein weiches Herz. Ich weiß, dass es für dich nur um uns beide geht, Jack. Aber das liegt alles in der Vergangenheit. Und ich habe eine Rede vorzubereiten. Ich habe gesehen, wo es ihn führt. Ich war am Ende der Zeit und bin ihm entkommen. Bis ins Jahr 1999, wo alles begann. Ich habe versucht, etwas zu ändern. Aber durch den Versuch sind diese Dinge überhaupt erst passiert. Tja, deswegen sage ich es ja. Ach, Misa ist mit meiner Entscheidung einverstanden. Interessant.